Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu kommen. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Ja, herzlich willkommen in meinem Let's Play. Hier ist der Maximus und ich bin ein neuer Let's Player. Ja, wieder mal ein neuer Let's Player in der Let's Play-Branche. Keine Ahnung, wie man es nennen kann. Okay, und ich werde auch gleich beginnen, damit hier keine Langeweile entsteht. Ich werde das Spiel auf einfach durchspielen, also das kann man auch, kann ich auch ganz kurz erklären. Und zwar verstehe ich nicht ganz, wie die die Entwickler, also was sie unter normal verstehen, denn ich habe letztens dieses Spiel mal wieder auf normal angespielt und es geht gar nicht. Die Gegner schießen auf einem sofort rauf, ohne dass man die überhaupt sieht. Also wie kann ich es erklären? Naja, die schießen schon auf einen, bevor die einen sehen können. Oder, also, sobald die einen sehen, zack, ist man tot. Also, man ist nach 2-3 Schüssen auch tot und bla und so weiter, ne? Ich fange jetzt einfach an. Und deswegen habe ich überhaupt keinen Bock. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Ja, ganz einfach. Ich spiele es einfach auf einfach durch, weil ich einfach dem Frust entgehen will, ständig zu sterben. Vor allem nicht im Let's Play. Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Nee, nicht wirklich. Der kann Fragen stellen, ey. Gute Reaktion, alter Mann. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Stimmt, da war irgendwas. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Hä? Was kann man hier machen? Ah. Hä? Benutze dieses Ventil, um das Tor zu öffnen. Ja, weiß ich. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass man hier überhaupt irgendwas drücken kann. Hm. Na egal, passiert ja nichts. Upsa. Wie lautlos das Tor auf einmal aufgeht. Artyom. Ja. Schau in diesem Kiste nach Moon und Medipacks. Ja, aber ich weiß, dass hier das nicht angeht. Bereit, Artyom? Mir nach. Was zum... Ach ja. Das
Das geht ja hier auch kaputt. Ach. Was passiert hier? Drücken Sie F, um die Lampe einzuschalten. Okay. Naja, nee, so wichtig. Okay. Auf nach oben. Also, ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, aber ja, das ist auch, wie gesagt, als es rauskam, ist aber relativ lange her und keine Ahnung mehr, was hier so passiert und so. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist... Ach ja, genau, an der Oberfläche hier, also ich will das jetzt nicht direkt vorlesen, ich weiß ja, was gemeint ist. An der Oberfläche muss man immer Gasmasken tragen, da ja nach dem, diesen Atomkrieg, der leider nicht näher erklärt wird im Spiel, ja, überall noch atomare Partikel rumspüren halt. Und jeder weiß, dass so eine Partikel, ja, eine echt lange Halbwertszeit haben und naja und so weiter und so fort. Ganz nah am Turm. Also ich glaube auch jeder weiß inzwischen auch schon, wie gefährlich atomare Partikel sein können. Also nicht nur nach Tschernobyl, sondern jetzt auch nach dem Vorfall in Japan. Ach, okay, Nachbarn. Vergessen. Scheiße. Mehr du Sau. Ach man, okay. Versuchen wir es mal mit Sie. Ja, die Grafikeffekte sind ja ganz nett hier im Spiel, finde ich. Atjom, lass uns gemeinsam. Vor allem der Rauch sieht echt krass aus. Muss ich mal ehrlich sagen. Oh. Was will der? Also. Bereit? Oh Gott, so schwer. Höchste Anstrengung gerade, ey. So, da muss ich mich noch nie anstrengen. Ja. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Oh, schönes Ziel. Kommen. Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Wo ist die Motorhaube hin? Ach, egal. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Nur mal eins vorab verraten. Dieser Turm wird nachher noch eine große Rolle spielen. Mehr verrate ich aber nicht. Also was heißt nachher, denn Richtung Ende des Spiels. Ah, und da sind sie. Geile Karre. Vor allem die Musik dazu. Oh Mann. Was wollen wir jetzt hier? Verstehe ich jetzt nicht richtig. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Der Akzent ist einfach krass in diesem Spiel. Ich liebe diesen russischen Akzent. Was zum Teufel ist das? Ruhig bleiben! Das sah... Achtet auf eure Kehr, gefährlich Adios. Aus, ich hab Angst. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Ja. Ich hab keine Ahnung, was er damit meint mit der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Ach, schießt das einfach. Scheiße! Feuer frei! Stellung halten! Ja, ich versuch's. Ich weiß nicht, ob wenig schießen soll, sind zu viele! Was zum? Meine Waffe hat gerade irgendwie nicht mehr geschossen. Obwohl ich noch Munition, glaube ich, drin hatte. Schon wieder nicht. Ach so, oh. Jetzt weiß ich warum. Ich kann nicht auf Freunde schießen.
Und wenn dann natürlich ganz zufällig Freunde in der Nähe sind, ich will draufschießen, dann schießt er natürlich nicht. Ich dachte gerade schon, ich bin tot, aber es sind anscheinend geskriptete Szenen hier im Spiel vorhanden. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Okay. Würde mich ganz schön ankotzen, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, vor allem in einem engen Raum. Also, wie die Metro zum Beispiel, das ist ja abartig. Das ist ja krank. Das ist ja weißer Bildschirm und so. Das ist ja eine Uhr. Aber nicht der Big Ben. Der Big Ben sieht anders aus. Sagt man der Big Ben? Der Big Ben? Ach, keine Ahnung. Ja, meine Zeit ist auch gleich vorbei. Noch 2 Minuten. Mal schauen, hoffentlich wird er dann auch hier noch fertig mit dem Intro. Achso, ist anscheinend, ja, sieht sehr Dingensen-Bummensen russisch aus. Sieht sehr New York aus und sieht sehr Venedigisch. Mann, was klebt an meinem Arm? So, jetzt ist es weg. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Hast du mich etwa gestalkt, du Schwein? So, mal gucken, was man hier so alles machen kann. Ich kann die Lampe anscheinend an- und ausmachen. Ich kann gucken, wie jemand mir was auch immer zeigt, so ein Peace-Zeichen, keine Ahnung. Und ich kann an der Tasse die Lampe außen anmachen. Ich kann hier die Lampe außen anmachen. Ich kann sehen, also wir sehen gerade, das Spiel ist halt ich weiß gar nicht, ob das Spiel oder die Bücher als erstes rauskamen. Oh Gott, habe ich mir jetzt einfach mal nicht informiert drüber. Auf jeden Fall werden hier in dem Spiel direkt die Bücher zum Spiel vorgestellt. Ist ja wirklich nett. Und da liegt sogar auch eins. Metro 2033 und irgendwas Russisches, das kann ich leider nicht entziffern. Also, ich weiß auch nicht mal, wie die Zeichen hießen. Wie hießen die nochmal? Ach, keine Ahnung. Ich bin dumm. Ja. Ja, ich werde jetzt auch den Part beenden, bevor ich aus dem Raum gehe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, man sieht sich. Tüdelü.